So unterschiedlich Viktoria Köln und Borussia Mönchengladbach doch sind, sie beide hatten eines gemeinsam, denn sie wollten beide mit einem Sieg zurück auf die Erfolgsspur. Die Viktoria erhielt dabei wieder einmal prominente Unterstützung. Ehrenmitglied Heiner Lauterbach war heute als Viktoria-Fan zu Gast. Er und die Fans sahen schon zu Beginn eine Viktoria, die die Niederlagen der vergangenen Wochen vergessen machen wollte. Und wie? Wunderlich, mit gutem Laufpensum und mit dem Auge für Boadus. Streit, so einfach geht es. 2 Minuten gespielt, 1:0 für Viktoria Köln. Was für ein Start. Die Viktoria auch danach weiterhin mit mehr Spielanteil. Ecke abgewehrt und aus dem Hintergrund Gadowski. Super Schuss, da fehlte wirklich nicht viel. Die Gäste blieben bis zu diesem Zeitpunkt harmlos. Doch dann dieser Fehler in der Abwehr. Platzek in abseitsverdächtiger Position drängt in den Strafraum ein und gleicht zum 1:1 aus. Doch der Ausgleichstreffer war schnell vergessen. Die Hausherren blieben weiter am Drücker. Gadowski! Die Mannschaft wirkte entschlossen und siegeshungrig. Kurze Zeit später, wunderlich wieder am Ball. Ach, schönes Ding und Boadus! Fast mit der nächsten Großchance. Nur 2 Minuten später. Die Gäste können sich nicht aus der eigenen Hälfte befreien. Pusic auf Müller, der zieht einfach mal ab und wie? 2:1, ja ist das denn die Möglichkeit? Ein wunderschöner Treffer von David Müller, der sich hier einfach mal ein Herz fasst und abzieht. Keeper Blaswig, chancenlos. Die Halbzeitführung nahte, aber die Gäste suchten jetzt auch öfter den Weg in Richtung Viktoria-Gehäuse. Ballverlust, Schumakow, Platzek und Gillen in der kurzen Ecke. Nächste Chance, Gladbach, wieder über links. Michels Flanke auf den Kopf von Platzek. 2:2, bitterer Ausgleich nach einer guten ersten Halbzeit der Viktoria. Alles also wieder auf Null, denn für die Viktoria zählt im Aufstiegskampf natürlich nur der Sieg. Doch zunächst legten die Gäste vor. Ecke ausgeführt, Gillen vorbei am Ball und ein Baztürk. Mein lieber Mann, Glück an dieser Stelle für Viktoria Köln. Aber Moment, wo wir das Glück schon ansprechen, das half fortan auch Gladbach. David Müller probiert's mit dem Lupferlatte. Wieder rettet die Latte für die Gäste zum zweiten Mal. Die Viktoria jetzt drauf und dran, die Führung zu erzielen. Sie gab nicht auf, die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Jetzt Albert Streit im Strafraum bereits. Der zieht einfach mal ab und trifft den Außenpfosten. Wieder kein Tor, es bleibt beim 2:2. Dann wieder Gladbach. Sie merken es, das Spiel geht in die entscheidende Phase. Michel, aktuell Torschützenkönig der Regionalliga West und Gillen. Das war ganz, ganz wichtig. Viktoria fast in Rückstand. 60 Sekunden später, auf der anderen Seite ist es Boadus und Blaswig rettet die Chancen jetzt im Minutentakt. Und was für Chancen? Erst Michel. Dann Boadus, wer kommt jetzt? Schussmöglichkeit für Vogt und der trifft wieder die Latte. Das gibt's ja nicht. Es bleibt beim 2:2. Die letzten 10 Minuten laufen. Die Viktoria will jetzt den Sieg. Vogt mit der Flanke in den Strafraum und dann Korb mit der Hand. Das gibt Handelfmeter. Handelfmeter zu Recht für die Viktoria. Und damit jetzt die große Chance zu einem ganz, ganz wichtigen Tor. Aber der Ball muss ja auch erst einmal rein. Wer könnte einen solch wichtigen Freistoß anderes schießen als unser Kapitän Mike Wunderlich? Er läuft an und trifft! 3:2 Viktoria Köln. Da musste er ganz genau schießen. Ein perfekt geschossener Elfmeter und das 14. Saisontor unseres Kapitäns. Die letzten Sekunden zittern um einen längst verdienten Sieg. Nochmal Kopfball Gladbach, die letzte Szene des Spiels. Kein Tor,
kein Ausgleich. Stattdessen drei verdiente, drei ganz wichtige Punkte für unsere Viktoria bei einem Spiel, das an Dramatik, aber auch an großem Engagement kaum hätte überboten werden können. Und jetzt die Stimmen zum Spiel. Uns ist egal, wir haben das Ding gewonnen. Und ich glaube, dass das auch einen Ruck für die Mannschaft gibt, weil, wie gesagt, die Last war schon sehr, sehr groß und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt ein bisschen befreiter auch spielen können. Wir haben alles reingeschmissen, meiner Meinung nach ein richtig gutes Spiel gemacht, kämpferisch, fußballerisch versucht zu überzeugen und ich hoffe, dass wir jetzt wieder da sind und wir müssen jetzt dranbleiben und müssen die nächsten Spiele auch gewinnen, um nochmal oben wieder ranzukommen. Die Wende scheint geglückt. Das war der Startschuss in einen enorm spannenden Aufstiegskampf. Und wer solch ereignisreiche Spiele verpasst, der ist wirklich selber schuld. Stolz auf der große Faust.